Und damit herzlich willkommen zurück zu Grimdawn mit Chantal und Lafishi und dieses Mal einer funktionierenden Shadowplay-Aufnahme. Das Spiel macht gleich viel mehr Spaß in 60 FPS. Ist wirklich so, ne? Ja, es ist ziemlich geil. Also ich habe nur 59, weil meine Grafikkarte nur noch mal schlechter ist als ein oder fünf oder alle. Ja, so schon 3, 4. Würden die restlichen Komponenten von meinem Computer eine Titan schaffen? Ja klar, wieso nicht? Weiß ich doch nicht, ich habe doch keine Ahnung davon, deshalb Ja, frage wenn du ich doch. eine Titan nur reinbaust, eine Titan ist Die nicht die oder 8 Welt. oder 21? Oder Ja, alle? geht auch. Kannst alle einbauen, ja. Ich bin einfach Gronkh, ich habe einfach irgendwie 128 GB Und RAM trotzdem und. lag Stranded Deep, weil die Enden abkackt. Hab Ja. kurz den Stream gesehen, als ich hier schreiben wollte. Du hast aber nicht gesehen. Es laggt aber auch nur, weil er 7 Millionen Sticks auf einem Haufen liegen Ja, hat. das, weil die Engine kaputt gemacht hat. Mit zu viel Scheiße. Oh Hab ich mein schon Gott, gesehen. ich bin gestorben. Could you please not die and Aber follow me instead of running? das kriegt er in jedem Spiel hin. In jedem Spiel. Weißt du, und deshalb wirst du immer sauer in Borderlands zum Beispiel, weil ich reinlaufe, weil ich genau das gleiche mache, nur eben, dass du jetzt der Damage-Dealer bist Ja, und weil nicht ich der nicht Typ. nachdenke, dass ich ein Damage-Dealer bin. Ich bin es Ja, einfach ich nicht auch nicht, gewohnt, ich ein mache einfach Damage-Dealer zu Schaden. sein. Gott, da unten ist schon wieder so ein ekelhafter Aber ich Dreck halte halt hier. echt gar nichts aus. Nichts. Okay, dann haben wir hier alles erkundet. Dann müssen wir irgendwie nach da oben, wo wir noch nicht hinkommen. Ich hab Da da ist unten noch nichts nicht mehr. alles. Da. Ja, ich hab da unten nicht alles erkundet. Ich schon. Oh, ich auch. Aber ich hab ein Grab nicht. Du bist ja gestorben. Nope. Idiot. Ich Nope, brauche mal machen richtig wir. lange, um erst mal eine Aufnahmetaste zu machen, weil ich erst noch Alt finden muss und dann nochmal F9. Siehst du, deshalb habe ich das nicht auf Alt F9 gestellt. Kannst du bitte aufhören, mich so anzuschreien? Das ist so eine sinnlose Tochter. Warum sollte man das auf Alt F9 Damit stellen? schwieriger ist aufzunehmen. Das ist erhöhter Ja, aber Schwierigkeitsgrad. das will doch kein Mensch. Man will das leicht haben. Nee. Jugendlicher Leichtsinn. Selbst ist der Mann. Yeah. Wollen wir nach Harrod Hill zuerst oder nach Burgess Estates? Burgess Estates. Also gehen wir nach Harrod Hill. Okay. Ich Du folge dir folgst mir einfach. nämlich einfach schon. Was funkelt da die ganze Zeit? Ach, das ist Müll. Keine Ahnung, meine FPS ging gerade ein bisschen in die Knie. Meine sind Also bei eigentlich überhaupt nicht in die 50. Knie. Ich bin auch bei 50. Nice, nice, meins. Rein 48. ulten. Oh, ich hab's nicht geschafft. Nice. Oh fuck. Ich will dich aber auch nicht immer dann alleine stehen lassen und dann kämpfen lassen und dann sehe ich, oh, du stirbst. Ich sterbe. Eigentlich Weißt du, wie selten das ist? sollte der Damage-Dealer gleichzeitig ein Healer sein. Das wäre viel sinnvoller, als wenn der Tank ein Healer ist. Eigentlich Weil dann nicht. muss der Tank sich aufs Tanken konzentrieren und aufs Healen. Und wenn der Damage Dealer der Healer ist, der muss eh meistens hinten stehen. Wir sind Supporter und MOBA spielen. Tank und Healer. Ich kenne mich Du überhaupt weißt nicht, nicht was MOBA aus. ist. Sowas wie LOL halt. Schwules meinst du? Ja, natürlich. Ach, warte, mich mit Damage Dealer. Da muss ich Schaden machen. Oh, ich habe Mensch. was gefunden. Harvey the Drifter. Habe Oh ich neue Gott. Augen? Harvey the Drifter, you broke my door. Oh no, the rotten walkers are going to hear you. They're going to find little Walter and me. Oh fuck, ich habe Undo Punkts gemacht. Wait, are you rotten? No, no, you couldn't find us if you were. Devil's Crossing is safe. Wollen wir einen kleinen Jungen seinen Typen hier mit Dings nach Dings nehmen? Okay. Moment mal, er redet mit einer Puppe. Wollen wir ihn mitnehmen? Warte, wie jetzt? Er redet mit einer Puppe. Der hat eine Puppe hier im Kinderstuhl. You won't have to worry about the rotten anymore. I'm here to purge them. Well, we are Ich schaue ihm just erstmal talking Geld. to. Were you just talking to the doll before I walked in? What doll? Are you crazy? That's my son. Stop talking about him like that. Look at him. You have to face reality. You are living alone with this doll. Ja, partially aber. Why are you saying that you're trying to poison my mind? You're. Töte den Zombie. Gott, ey, jetzt muss ich das erstmal anklicken. Der Typ Das und verwirrt da. mich. The only thing I can smell is your boiled, soiled bedclothes. Was hatte ich? Oh, er greift an. Ich glaube, es war Den besser, wollte dass wir ich. ihn umgebracht haben. Ja, so Menschen will ich eigentlich in unserer super Gesellschaft haben. Jemanden, der mit Puppen redet? Ja. Verrückte? Ich finde Verrückte eigentlich ganz gut, aber naja, der war ein bisschen sehr seltsam.
Ihr habt mit einer Puppe geredet und mit... Und oh, hier ist eine Kiste. Und wollte es umbringen. Freddy? Ja, nachdem ich gemein zu ihm war, zweimal. Tank. Kennst du das, wenn der Damage Dealer einfach irgendwo hinläuft und der Tank einfach noch Sachen zu tun hat? Ja, ziemlich gut. Das Spiel heißt Borderlands. Achso, stimmt. Okay, ich hab immer noch Sachen zu tun. Das musst du berücksichtigen. Hä? Kennst du das, wenn der Damage Dealer die ganze Zeit vergisst, dass er Effekte hat? Ach, du hast den Ätherkristall gar nicht kaputt gemacht. Ja, es war gerade ein bisschen zu viel. Ich bin fast tot, aber ist mir egal, YOLO. Ich bin auch fast tot. 200 Leben. Ich hatte auch gerade nur noch irgendwie 500 oder so. Nur noch 500. Ich habe insgesamt nur 685. Ich habe 1500. Da ist schon wieder eine Kellertür. Die nach uns spuckt. Nein, da ist ein Zombie drin. Da war bei mir kein Zombie. Nice. Oh mein Gott, machen diese Blitzbälle viel Schaden. Naja, geht so. Sie killen mich fast, ich war gerade auf 190 Leben. Hat die Blitzbälle getötet. Oh, noch einer. Diese Viecher sind einfach... Da oben ist eine Quest. Ach nee, das ist der Keller. Find Kaspars Apprenticeship müssen wir, glaube ich, machen. Oh, Zombies. Böse Overseer. Ja, hier ist auch gerade ein Overseer gewesen. Ich dachte eigentlich, die stehen unter der Macht von dem, deshalb würden sie sterben, aber... Ach, hier war ich schon mal. Ich kann mich wieder daran erinnern an das Haus. Das Haus, ich finde es ziemlich cool, dass man durch die Häuser laufen kann. Das erinnert mich an Sacred. Ja, das, vor allem das mit den Etagen. Lass mal in den Keller gleich gehen. Das gab's ja in Sacred auch, das war immer so ein mega nices Ding bei Sacred. Das war eins der Lieblingssachen bei Sacred von mir. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es bei Sacred diese Etagen gab, so krass. Es gab ein paar Etagen, nicht viele. In der Anfangsstadt gab's schon eine, du musstest hoch zum König. Ja, aber dass man da so auch runterkämpfen kann zum Beispiel. Someone has irgendwas stand da gerade. Ja, hab ich gelesen. Zum Glück passen wir beide beim Spiel nicht auf. Rift Towns, ich hasse Rift Towns. Rift Towns ist super. Du hast nicht Beschwörer genommen, ne? Ich glaube nicht. Nee. Ich hab Arcanist und... Nee, ich hab... Hab ich Arcanist? Nein, du hast Demolition und Nightstalker? Ja, genau. Diese? Irgendwie sowas. Das ist Assassinenviech. Warte, ich kann nachgucken. Nightblade. Nightblade, okay. Nachtschwert oder Nachtklinge. Hört sich an wie ein Rollenspielname. Schattenklinge, du bist gefragt. Nein, warte, das hört sich jetzt nach Yu-Gi-Oh! An oder so eine Scheiße. Oder nach Pokémon. Pokémon ist super. Aber auch nur die alten. Die neuen Pokémon sind super. Müllhaufen, fliegendes, sprechendes Schwert. Nein, die neuen Pokémon sind einfach... Komm, scheffeln wir nochmal richtig Knete damit. Oh, ich hab hier ist einer. Ich will nicht mit dem sprechen, bis wir nicht alles getötet haben, weil ich denke, wir müssen ihn mitnehmen und überleben lassen. Ach, scheiße, ich hab die Tür eingetreten. Zum Glück rennen alle, zu dir, alle. Obwohl ich nicht mal, obwohl ich nichts getan habe. Du bist nicht mal in Sichtweite von denen gewesen. Alle rennen zu dir einfach. Gott, Alter, ich liebe dieses Spiel. Ach ja. Ich hab immer mal wieder Bock, irgendwie Pokémon zu streamen oder irgendwie Pokémon zu Let's Playen oder so. Mach halt. Weißt du, welches? Kannst du eine Corruption streamen, so wie Kirschi. Oh Gott, nein, Corruption Stream ist nicht meins. Ich weiß Corruption nicht, wie Corruption funktioniert. Da du drückst einfach irgendwelche Tasten, bis was passiert? Ja. Was voll langweilig. Und es besteht eine 2%ige Chance, dass es funktioniert. Ich würde mir vorher einfach Sachen raussuchen, die Corruption, also die Corruptions auslösen und die cool sind. Was hast du davon? Weiß ich nicht, dass man die Sachen sieht. Sowas wie Seed Runs in Isaac. Die sind unnötig. Ich bin 239 Schaden machen die Viecher übrigens. Bin gerade gestorben. Ich mach mein Portal von einem Millimeter zum anderen. Machst du bitte Portal? Ist offen. Oh, hier ist Darlax, der Devourer of Dreams. Wollen sie so schneller kommen?
Nö, wieso? Okay, dann lass mir Zeit. Direkt neben meinem Grab. Oh nein, ich hasse diesen Wichser. Den kennst du gar nicht. Ja, aber er ist wie die anderen wahrscheinlich. Er fällt einfach um. Ich liebe diesen Skill. Ja, das ist echt cool. Ich habe schon wieder richtig viel Scheiße für dich übrigens. Wahrscheinlich hast du schon 1000 blaue Gegenstände jetzt da rausbekommen. Nein, keinen einzigen. Nur ein Sharing Ember. Ich bin immer auch dran gewöhnt, dass ich so schnell looten muss, damit du mir nichts wegnimmst. Ja, ich auch, deshalb klicke ich auch immer ganz oft. Wir haben den Typ nicht angenommen, oder? Nee, wir wollten ja erstmal das Teil hier klären. Ja, du wolltest nur gerade rausgehen. Nein, ich wollte gucken, was da ist. Hat der Salz um sich rum? Ja klar, das ist normal. Darlet. Ist es eine Frau? I can't believe somebody found me here. I came down into the cellar looking for supplies. Wo renn ich denn lang? But got cut off from the surface by the dead. Ich hab grad eine Wand angeschlagen. I don't know what to do. Ich hab irgendwas gesagt, ich hab's noch nicht durchgelesen. You can do that. Soll ich mit dir reden? Ja, nein, ist gleich fertig. I can't say that raise me confidence in you, but then again, I don't like the alternative Aether oder so. Portal away. Sollen wir sie mitnehmen? Ja klar. Okay. Das ist unsere Aufgabe. Haben wir sie so. Jetzt in unsere Stadt mitgenommen? Also ich bezeichne es jetzt einfach als unsere Stadt, weil das einfach unsere Stadt ist. Ist unsere Hood. Ja, ich meine, wir kümmern uns einfach um alles und besorgen neue Leute, das ist unsere Stadt. Das ist wie unser Dorf. Das ist auch guck mal, guck mal. Ich sehe noch nichts. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Oh Gott, ey. Er ist wieder umgefallen. Ich liebe dieses Spiel dafür. Das ist wirklich, das ist echt lustig, diese Physik-Engine. Dass man da einfach Gegner umwerfen kann. Ja, das ist schon ziemlich cool. Ich hoffe, Funk Riot streamt heute Nacht noch. Ich nicht. Bei dem kann man immer voll entspannt die Streams gucken. Musst du nicht heute Nacht schlafen, weil du arbeiten musst? Ja, aber bei dem, du wirklich, den machst du an. Also erstmal ist der total entspannt, der ist auch schon etwas älter. Einer der ersten deutschen YouTuber. Let's Player. Ja, egal. Naja, auf jeden Fall, der hat eine total beruhigende Stimme. Ist total chillig drauf. Und er streamt so Spiele wie Kirby. Zu 100%. Also er ist so ein Typ, der alte NES-Spiele streamt. Lufia streamt er, glaube ich, auch. Und er streamt halt zu 100%. Ich komme da schon. Wie zu 100%, dass er halt das Spiel komplett 100% durchspielt, ja. Oder? Achso, ja. Bin nochmal gelevelt, okay. Und er guckt sich Portal auch so 7000 Stunden lang an. Wie, er guckt sich Portal so lang an? Er hat Portal, also er streamt Portal, glaube ich, auch nebenbei noch. Und es hat halt irgendwie, boah, ich glaube, er ist einen Ladescreen weitergekommen in anderthalb Stunden oder so. Oder vielleicht Portal 1 oder 2? Weiß ich nicht. Ich glaube 2, was ist der Unterschied? Ich kenne weder 1 noch. Oh mein Gott, ich hasse es. Komplett andere Story? Nein, das ist nicht komplett andere Story, aber halt. Du spielst halt komplett anders, also. Teil 1 ist richtig kurz. Dann Teil 2. Ich habe für Teil 1 7 Parts gebraucht oder so. Okay. Ich habe dein Let's Play nicht geguckt, ich gucke deine Let's Plays nicht. Assi. Genauso wie du meinen nicht guckst, Assi. Ja, aber ich bin ja auch meistens dein mit bei, also muss ich nicht gucken, weil ich denke. Das stimmt. Aber du willst mich ja nie da haben. Ja, ich also, nehme halt storylastige Spiele nämlich lieber alleine auf. Ich nehme aber keine storylastigen Spiele auf. In der Kiste. Ich habe neulich eine Runde Bad Wars gezockt oder 60. Also ich habe wirklich ziemlich viel Bad Wars gezockt, weil die kleinen Kinder nicht online waren, weil die alle in der Schule waren. Und dann habe ich erstmal 4 Stunden oder so Bad Wars gezockt und habe halt richtig verkackt, weil ich richtig schlecht bin. Wo bist du eigentlich schon wieder? Ja, ich bin hier. Es verwirrt mich immer mega, dass du mir nicht folgst. Soll ich dir folgen? Du sollst mir folgen. Ich weiß. Ich folge dir so gut wie gar kein Spiel. Ich bin immer der Anführer. In welchem Spiel? In allen? Also in Borderlands bist du eigentlich ein Fernkämpfer. Aber ich bin immer vorne und weiß, was wir machen. Also ich verteile unsere Quests immer. Ja.
Das heißt, ich gebe da den Weg auch an. Das heißt, du folgst mir da auch, weil du meistens nicht weißt, wo wir lang müssen, weil die Karten halt voll komisch sind. Ich hasse Borderlands 1 für das Kartensystem. Darauf freue ich mich in Borderlands 2. Also erstmal kennen wir beide das fast auswendig. So gut wie gar nicht. Wir haben es einmal gespielt und wissen so gut wie nichts über das Spiel, aber wir können es fast auswendig, ja. Ich kann dir fast noch jede Quest sagen, was wir machen müssen. Ich habe mir jeden Scheiß gemerkt. Okay, was ist die erste Quest? Claptrap durch die Gegend hinterherlaufen. Und dann? Musst du Claptraps Auge wieder besorgen? Nein, das ist schon mal falsch. Du musst erstmal Claptraps Höhle und dann wird das Auge erstmal geklaut. Checkmate, ja, da musst du eine Waffe holen. Claptrap hinterherlaufen. Das ist keine. Ach Gott, halt auf die Fresse, das ist doch keine Quest. Zum Dixie klar, zu rennen. Ja, meine erste Waffe ist die Quest sogar. Die heißt sogar so. Ja, sie ist so dumm. Das war richtig nervig. Gott, Alter, ich freue mich auf das Ende von Borderlands 2 mal, weil so das Gebiet hat mir richtig gut gefallen. Ja. Vor allem wegen der Anspielung da. Also nicht der Anspielung, aber halt, dass man das Gebiet schon kennt sozusagen. Einfach alles aus Borderlands 2 war super. Borderlands 2 hat so... Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ich bin tot. Borderlands 2 hat so viele tolle Anspielungen. Was ist denn mit deinem verfickten Gesicht passiert? Hast du Portal? Nee. Offen. Das ist in der Wand, ich weiß nicht, ob du... Oh mein Gott, was ist denn mit deinem verfickten Gesicht passiert? Lange Geschichte. So. Hab's jetzt nochmal aufgemacht. Kennst du die Geschichte noch? Was? Kennst du die Geschichte von ihrem Gesicht noch? Ja. Okay, gut. Wollen wir in den Keller gehen? Ich guck mal kurz da rein, wo der ist. Ist das nicht der, in dem wir waren? Ja, ich wollte nur gucken, ob das vielleicht ein anderer ist, weil hier gibt's viele Keller. Oh mein Gott, das ist ein anderer Keller. Ich bin instant wieder rausgegangen. Ja, dann komm mit. Ich muss wieder rein, warte. Ich muss sowieso noch ein bisschen kämpfen. Gekillt hat. Das Schlimme ist, ich komme in den Keller rein und bin schon halb tot, wenn die Leute automatisch irgendwie den Spawnpunkt angreifen. Gott, ich hasse diese Vergifteten. Oh, man kann diese Blendgranaten auch gegen die Wand werfen, das ist ja doof. Meinst du die Blendgranaten oder die Stunjacks? Die Blendgranaten. Die Stunjacks war ja klar, aber die Blendgranaten. Das hat mich gerade geärgert. Ich hab mal mehr Heiltränke, als ich mir gekauft hab. Ich hab wieder 22 Stück. Ich hab 14. Moment mal, hier oben sieht es. Secret. Ich hab die Wand eingeschlagen. Hab ich gesehen. Ich wusste nicht, dass es geht. Das habe ich schon im ersten Part erwähnt. Nein, nicht im ersten Part. Ich habe das letztens erst erwähnt. Ja, ich weiß, aber ich wusste nicht, wie die aussehen, die Wände. Ich auch nicht, aber ich hab's auf der Karte gesehen, dass da was geleuchtet hat. Auf der Karte hat was geleuchtet? Nein, nicht auf der Karte, also man hat das Licht da gesehen. Ah, okay, ich hab nicht drauf geachtet. Tank? Tank, do things. Mach ich schon. Ich hab wieder ganz viel Scheiße für dich übrigens. Ja, das können wir nachher Part machen, würde ich sagen. Oh, hier lag eine Leiche. Erstmal ranknabbern. Gucken, ob es schmeckt. War Knochenhaufen. Oh, Spinnen. Ich bin echt nicht gespannt, wie groß das Video ist mit 10.000 kbps. Denk mal so. 2 Gigabyte etwa? Machst du ein Portal? Ist offen. Ich werde. Oh mein Gott, ich habe mich zum Beispiel Portal geportiert. Ich werde übrigens noch ein paar Mal sterben. Da sind übrigens gerade ziemlich viele Gegner. Gott, Cops! Was auch immer, dieses dreckige Vieh ist richtig widerlich. Lebst du eigentlich noch? Ja, ich hab mich gerade wieder reinportiert. Ah. Gut. Aber ich musste gerade ein bisschen weg von der Stelle, das heißt, ich konnte. Oh, ein neuer Schild. Da kommt der Gute. Ich habe auch noch 10 Schilde für dich dabei übrigens. Ja, die wahrscheinlich einfach scheiße sind. Glaube ich gar nicht mal. Ne? Ne? Okay, wir müssen noch einen Flash Warp Mutant slayen. Collect Fabric.
Falls auch immer unser Timer klingelt gerade. Jo, ich hör's. Wollen wir dann hier beenden? Jo. Dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.